Hallo Kackbratzen. Wissen Sie, was die entscheidende Frage für so Computer-Omas und Opas wie Christine und mich sind, lautet? Was für ein verfickter Scheiß ist dieses Fortnite? Ich weiß, dass es für die jüngeren Zuschauer hier sehr schwer vorstellbar ist, aber auch in den 80er Jahren gab es schon eine Menge Telespiele. Viele waren gut, sehr viele waren eine absolute Grütze, aber trotzdem hatten wir Spaß. Und warum? Weil wir Pixel auf dem Bildschirm durch die Gegend schubsen konnten. Die Pixel waren vielleicht so groß wie die Akne in euren Hackfressen, aber es war einfach großartig, mit einem Joystick, dessen Kabel nicht länger als 1,50 Meter war, vor einem Kathodenstrahlröhrenfernseher zu hocken und dabei eine Capri-Sonne durch einen Plastikstrohhalm zu schlürfen. Nice. Und allein das klickende Geräusch des Joystick vergisst man sein Leben lang nicht. Aber Fuchs, vor 127 Jahren gab es ja noch nicht mal Call of Duty. Was sollen denn das bitteschön für tolle Spiele gewesen sein, von denen du hier rumlaberst? Stimmt, wir hatten kein Call of Duty. Wir hatten was viel Besseres. Schon mal was von dem Spiel Beachhead gehört? Wer sich das Vorschaubild hier auf YouTube angeschaut hat und jetzt ein Spiel in 4K erwartet, sollte jetzt am besten wieder umkehren. Wer aber keine Angst vor Augenkrebs hat, sollte unbedingt dranbleiben, sofern man nicht ein Urgestein verpassen möchte, das in irgendeiner Weise wegführend für zukünftige Spiele dieser Art war. Entwickelt wurde diese Perle von Access Software und wurde zunächst 1983 für die guten alten 8-Bits Atari 400 bzw. 800 Systeme veröffentlicht und dann ein Jahr später auch für die C64 Brotdose. Schauplatz des Spiels ist der Pazifische Ozean zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Also gewissermaßen fast so wie in Call of Duty Vanguard, nur mit 8 Farben. Das Tolle an Beachhead war, dass es nicht nur ein einfacher Shooter war, wie wir sie damals schon zuhauf hatten. Das Spiel ließ uns sogar brachiale Kriegsschiffe steuern und setzte uns auch unter anderem hinter das Steuer eines Panzers. Für damals war das jedenfalls revolutionär, dass so ein Spiel auf einem Computer lief, dessen Rechenleistung nicht größer war als die einer mittleren Kartoffel. Damals steckte der Heimcomputermarkt noch ziemlich in den Kinderschuhen und wenn überhaupt, dann konnte man in den Spielhallen die wirklich guten Dinger finden. Damals hatten wir gerade auf dem Atari 2600 quasi nur ein einziges Spiel und 1200 Kopien des immer gleichen Dings, nur mit anderen Namen, weshalb der Markt dann auch völlig den Bach runterging. So war es wirklich erfrischend, dass hier Access Software herging und uns damals ein wirklich faszinierendes und spannendes Kriegsspiel auftischte, denn im Prinzip waren es sogar 5 Spiele in einem. Aber dazu komme ich gleich noch. Heute habt ihr jungen Kackbratzen die Rechenleistung in euren Händen, von denen man damals nur träumen konnte. Und was macht ihr damit? Schaut TikTok und zockt bescheuerte Live-Service-Games, in denen man 50 Mark für eine rote Unterhose ausgeben kann. Ihr habt völlig recht. Ihr habt echt die besten Spiele aller Zeiten. Hut ab! Aber bevor ich jetzt Sodbrennen bekomme, schlürfe ich jetzt eine Flasche Doppelherz auf Ex und dann kehren wir wieder zum eigentlichen Thema zurück. Im Grunde geht es in Beachhead darum, die feindlichen Verteidigungsanlagen an einem Strand erfolgreich zu durchbrechen und am Ende in einem wahnsinnig spannenden Bosskampf die Hauptfestung des Feindes einzunehmen. Der Weg zum finalen Kampf ist aber alles andere als ein Kindergeburtstag. Das Spiel kam übrigens in 2 Geschmacksrichtungen auf den Markt, je nachdem, welche Hardware man damals zur Verfügung hatte. Zum einen gab es die handliche Datasette, die unheimliche Schmerzen beim Laden bereitete, oder in Form einer 5¼ Zoll Floppy-Disk, wobei ich mal behaupte, dass die meisten von uns nicht diese hier gezeigte Version hatten, sondern eine liebevolle, mit der Hand beschriftete Sicherheitskopie. Das ist auch so eine Sache, die sich heute kein Mensch mehr vorstellen kann. Aber wie toll war doch der Duft einer frisch geöffneten Packung Disketten, oder gar die Freude, wenn uns unser Onkel, der nur zum Essen seinen Keller verließ, ans Tageslicht kam und uns eine Handvoll dieser Plastikdatenspeicher in die Hand drückte, die er in stundenlanger Arbeit aus irgendwelchen komplett seriösen Quellen selbst erstmal besorgte und dann für uns kopierte? Das führt uns jetzt ein wenig vom eigentlichen Thema weg. Aber allein über die damalige Kultur der Softwareverbreitung, nebst lustiger Kopierschutzmaßnahmen, könnte man stundenlange Geschichten erzählen. Wie viele Computerprogramme habt ihr denn geknackt insgesamt? Also wir haben so 70 bis 80 Computerprogramme geknackt. Aber gut, zurück zu Beachhead. Insgesamt besteht das Spiel aus 5 Level mit jeweils fast unterschiedlichen Spielmechaniken. Ich weiß, dass das heute komplett trivial klingt, aber wir waren ja damals auch mit den kleinsten Dingen schon zufrieden.
Das war aber noch nicht das coolste Feature im Spiel. Hat man sich zu Beginn für einen Schwierigkeitsgrad entschieden, katapultierte einem das Spiel auf eine Seekarte, mit der man seinen ersten Angriff planen und starten konnte. Die falsche Entscheidung konnte dazu führen, dass das Spiel im Verlauf eine ziemlich harte Nuss wurde. Noch auf seinen Kutter konnte man entscheiden, ob man lieber zuerst den Feind frontal angreifen oder erstmal durch eine Bucht schippern wollte. Die Bucht war auf den ersten Blick wohl der schwierigste Weg, diesen Krieg zu starten, denn man musste insgesamt 10 Schiffe sicher ans Ziel bringen. Der Weg dorthin war aber voller Gefahren, denn war man zu schnell, konnte man vielleicht nicht den unzähligen und eng gesetzten Minen ausweichen. War man auf der anderen Seite zu langsam, flogen einem die feindlichen Torpedos um die Ohren und dementsprechend dann auch die eigene Flotte. Allerdings hatte dieser zunächst bockschwere Auftakt einen entscheidenden Vorteil. Im Gegensatz zum Frontalangriff konnte man sich so mehr oder weniger unentdeckt hinter die feindlichen Linien schleichen, um dann einen Überraschungsangriff zu starten. Dies hatte zur Folge, dass im Verlauf des Spiels der Feind deutlich einfacher zu erledigen war. Das war auch schon die erste und einzige strategische Entscheidung im Spiel, aber dass so etwas überhaupt damals schon möglich war, war wirklich der Hammer. Hat man keine Geduld und ebenfalls keine wirklich ruhige Hand und entscheidet sich gegen diese Höllenfahrt, wird euch der Feind aufs Korn nehmen und ihr müsst eure kleine und bedauerliche Flotte gegen feindliche Luftangriffe schützen und möglichst viele Flugzeuge vom Himmel holen. Über Erfolg oder Misserfolg entschied, ob man nun seine Kanonen auf den richtigen Winkel eingestellt hat und dann auch noch im richtigen Moment auf den Feuerknopf drückte. Der Kampf wird aber noch intensiver, denn später läuft ihr auch noch Gefahr, dass euer Schiff durch die Salve feindlicher Granaten versenkt wird, die von den am Horizont stationierten feindlichen Schiffen auf euch niederprasseln. Auch hier gilt es, den Winkel des Gegenfeuers genau zu beurteilen, was ziemlichen Stress erzeugt. Bedrohlich zischen die Granaten an euch vorbei oder landen dicht vor euch im Wasser und hinterlassen so eine bedrohlich große Fontäne. Damals war das wirklich beeindruckend, was man mit so wenig Pixeln alles auf den Bildschirm zaubern konnte. Irgendwann hat man aber auch die schlimmste Seeschlacht überstanden. Hat man also alle feindlichen Schiffe versenkt, kann eure Flotte nun den nächsten Hafen sicher ansteuern. Auf einem jeden Schiff befinden sich jeweils 2 Panzer. Je mehr Schiffe also sicher anlanden können, desto mehr Panzer stehen euch für den bevorstehenden Bodenkampf zur Verfügung. Prinzipiell ist das der Scheideweg in Beachhead, denn hat man nicht genug Panzer in petto, hat man die folgende Schlacht eigentlich schon so gut wie verloren, denn es erwartet euch ein weiterer ziemlich intensiver Kampf. Der Part mit den Panzern war eigentlich immer mein liebster Moment im Spiel, da man hier irgendwie mehr Gefühl über sein Fahrzeug hat, auch wenn die Fahrt über den Strand kein Zuckerschlecken ist. Die Aufgabe klingt im Prinzip ganz einfach. Steigt in den Panzer und sucht euch einen Weg um die feindlichen Verteidigungsanlagen herum, um endlich die feindliche Hauptfestung unter Beschuss nehmen zu können. Allerdings ist der Strand voller Landminen, Barrieren, Bunkern und natürlich auch feindlichen Panzern und Panzerabwehrkanonen besiedelt. Hat man das Ende erreicht, geht es auch schon direkt in den Kampf gegen die Festung. Nun steigt man hinter die Kanone des Panzers. Dieser Abschnitt gleicht in etwa dem Kampf zu Wasser, da wir abermals die Kanone richtig justieren müssen, um die Schwachstellen der Festung richtig treffen zu können. Insgesamt sind 10 direkte Treffer nötig, um diesen Bosskampf siegreich über die Bühne zu bringen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Auch in der Festung gibt es eine Kanone und auch wenn der Feind nicht wirklich schnell ist und sich für das Zielen Zeit nehmen wird, werden seine Granaten nie das Ziel verfehlen. Durchschnittlich wird man mit seinem Panzer 2 oder 3 Treffer landen können, bis er das Zeitliche segnet. Und hier kommt nun der Punkt ins Spiel, warum es wichtig ist, so viele Panzer wie möglich auf den Strand zu schaffen. Wurde einer eurer Panzer vernichtet, geht der Kampf im Stahlungetüm wieder von vorne los. Man muss also abermals den Strand mit all seinen Hindernissen überqueren, bis man schließlich abermals an der feindlichen Festung ankommt, um diese endlich vernichten zu können. Wer also im Schnitt weniger als 4 Panzer an den Strand gebracht hat, wird das Spiel wohl nie gewinnen können. Oder ihr seid unmenschlich gut im Umgang mit dem Joystick. Aber das Spiel lebt ja davon, dass man es immer und immer neu starten kann. Mal abgesehen von den langen Ladezeiten, ist das jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Irgendwann wird man genügend Panzer ins Ziel gebracht und die Festung zu Staub geschossen haben. Als Belohnung hisst der Feind die weiße Flagge und wird sich ergeben. Ich weiß, dass es aus heutiger Sicht schwer vorstellbar ist, dass man mit diesem jämmerlichen Pixelbrei auch nur irgendwie Spaß haben konnte. Damals war das aber eine Wucht. Erstens gab es für damalige Verhältnisse enorm viel Abwechslung und zweitens war die Grafik auch gar nicht mal so übel. Die Sprites und Hintergründe wurden mit sehr viel Aufwand gestaltet. Musik gibt's übrigens keine und die Soundeffekte waren dementsprechend einfach. Wenn man also ein Spiel hatte, das mehr als 4 Farben verwendete oder eben wusste, wie man seine Farbauswahl richtig trifft, damit nicht wirklich alles aussieht wie ein modriger Hundehaufen, dann war das schon ein Meisterwerk. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Video auch im Nirvana endet, da heute kein Schwein mehr so ein Stück Software mit der Beißzange anfassen würde. Und vielleicht ist es auch unbequem, sich einen entsprechenden Emulator auf den PC zu laden, um diese kleine Perle noch überhaupt spielen zu können. Wer aber mal wissen möchte, wie so ein Call of Duty vor rund 40 Jahren ausgesehen hat, der sollte sich unbedingt Beachhead holen. Es macht trotz oder gerade wegen seiner Einfachheit auch heute noch einen riesigen Spaß. Und das ist wohl das Wichtigste.
Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.